Hola! Hoffentlich ermordet uns nicht. Wir haben mein Outfit gefunden. Wer ist denn da? Pinke Kristallenschuhe. Es hilft bestimmt, dass ihr alle blind seid. Wunderschönen guten Morgen, meine Kinder. Von mir, von ihr, von Ihnen und von... mir. Heute haben wir so viel zu tun. Wir müssen als... immer! Shut the f- Okay, heute müssen wir mein Outfit für die Glow kaufen gehen. Wir müssen Accessoire holen gehen. Wir müssen nach Zürich. Wir müssen überall. Weil eigentlich es war geplant, dass eine Designerin mir ein Kleid schickt. Und seit 2 Monaten haben wir Kontakt gehabt. Sie wusste alle meine Maßen. Sie wusste everything. Und ich sage ihr, das Kleid finde ich schön. Passe ich rein? Und sie so, ja, absolut. Das Kleid kommt gestern an. Und rate mal. Wer nicht reinpasst. Nicht mal bis zu die Knie. Ich konnte das Kleid bis hier hochziehen, hier. Nicht mal hier an die Hüften, hier. So eng war das. Ja, jetzt ist ein bisschen spät für ein anderes Kleid zu besorgen. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich einfach mit einem Bademantel von Versace, Badetuch auf den Kopf, auch von Versace, gehe. Das müssen wir kaufen. Ich hätte am liebsten den in Pink gehabt, aber da in Zürich haben sie das nicht. Deswegen nehmen wir weiß. Ich habe pinke Kristallenschuhe und dazu gehen wir bei irgendwelchen Typen einen super alten Klapp-Handy Nokia kaufen. Es ist in Pink. Und das Handy werde ich auch komplett mit Kristallen bestücken, sodass ich auf den Red Carpet so machen kann. Tschak! Hallo! Hola! Hola, mis amores! Wir starten los und viel Spaß! Boba! Wir sind im Auto! Was für ein tolles Wetter! Wow! Ganz toll! Okay, das Erste, was wir machen, wir gehen zu dieser unbekannte Typ. Hoffentlich ermordet uns nicht. Weil ich komme nicht rein. No, Entschuldigung, ich gehe bestimmt nicht alleine. Er sollte uns das alte Telefon für 50 Franken verkaufen. Dann gehen wir nach Zürich. Hey, wir haben gerade den Telefon geholt. Oh mein Gott, yay. Machen wir Unboxing. Seid ihr... Es ist so cool. Ich lieb's. Ja. Und dann ich setze voll Kristallen. Hola. Hallo. Ich meine, sobald hier überall Kristallen sind, ja, sieht es noch ganz anders aus. Oh mein Gott, es geht sogar an. Hm. Iconic. So, wir gehen jetzt nach Zürich. Hey Mama. Mama. Was machen wir als Erstes? Wir hätten in die italienische Konsulat für meine Schwester gehen sollen, aber sie hat die Formularbilder und alles zu Hause vergessen. Es bedeutet jetzt, dass wir direkt zuerst frühstücken gehen, weil ich habe Hunger. I am dying. Und danach gehen wir im Jelmoli und ich werde die Versace Bademantel und die Tücher kaufen. Und ich bin am Überlegen auch, ob ich dazu die passende Versace so Hausschuhe kaufen soll, weil ich kann nicht den ganzen Tag... Ma, du hast gesagt, du nimmst die High Heels mit. Ja, aber für die Fotos und so. Die Meet & Greet, ich stehe 2 Stunden. Ah, okay, wir sind im Park. Wo sind wir? Jetzt sind wir bei Jelmoli und ich habe die Versace Bademantel reservieren lassen, so wie die Badetuch. Hm. Jetzt gehen wir das abholen. Okay. Oh, Mama, hey, gib mir den Look. Wir haben mein Outfit gefunden. Morgen. Dankeschön. Und ich fühle mich sehr wohl da drin, muss ich echt sagen. So. Oh mein Gott. Wir haben eingekauft. Oh mein Gott, das wird so gut. Es wird ein bisschen extra sein. Ich hoffe, dass ich die Einzige bin im Bademantel. Denkst du, wird andere geben im Bademantel? Nein. Stell dir vor, es gibt andere im Bademantel. Ich denke nicht. Nein. Bademantel, Frottetuch, passende Pantoffeln, weil... Jetzt müssen wir auf Bauhaus gehen, im Mediamarkt, für die kleine SIM-Karte, für Klapp-Handy und dann das Handy komplett kristallisieren. Ha. So, meine Kinder, wir sind gerade zurück. Zora ist immer noch im gleichen Ort. Bonita ist immer noch... begeistert. Und wir haben irgendwie im Bauhaus haben sie so eine Aktion. 20 Capri-Sonne für so 7 Franken. Jetzt haben wir Capri-Sonne bis wir sterben. Zack. Ich habe hier all die verschiedenen Kristallen. Ich habe hier DE 8000. Und jetzt, ich werde diesen kompletten Telefon verwandeln von einer Basic Bitch zu einer Drag Queen. Ich habe bis jetzt, der obere Bereich kommt noch, da unten kommt noch, aber wie iconic ist das?
fertig. Geil. Wunderschönen guten Morgen, meine Kinder. Es ist Freitagmorgen, den 24. Ich fahre mit dem Zug zum Flughafen, weil am Sonntag eine gute Freundin mich abholen kommt. Sobald ich am Nachmittag in Wien ankomme, kommt die liebe Beverly mich abholen. Dann wir machen noch einen schönen Nachmittag zusammen. Und morgen geht's schon los. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wer ist denn da? Die Beverly. Guten Morgen. Mit 30 Koffer kommen sie. Oh mein Gott, ich verliere meine. Deine Schlappen. Yes. Du hast gar keine Rohre gegessen. Nein, ich habe keine Rohre gegessen. Ah. Oh wow. Das Werkzeug. Okay, ich darf nur dein Gesicht filmen, sonst werde ich demonetarisiert, wenn ich nach unten zeige. läuft. Ganz dezent. Sehr dezent. Beverly sucht gerade mein Selbstbewusstsein. Ich glaube, das habe ich vergessen. Das ist bis jetzt das Make-up. Geil. Also, ich und die Beverly sind wir fertig. Als erstes möchte ich zu dieser Frau ein riesigen Dankeschön sagen, weil ohne sie, ich würde wie heiße Rotze ausschauen. Aber I look like a queen. Bitch. Bitch. Oh mein Gott. Folgt alle Beverly auf Instagram oder ich schwöre euch, es passiert nichts Gutes. Dann haben wir jetzt gleich auf der Bühne Raffas Plastic Life. Über Schönheitsideale und Beauty, alles Mögliche sprechen, möchte ich, dass ihr in 10 Sekunden drei Dinge aufschreibt, ohne die ihr euer Make-up nicht machen könntet. Rafa, du schaffst das. Ich gehe meistens so 10, 11 pennen und ich brauche eine gute 8 Stunden, weil sonst ich bin unschaubar. Voll gut. Du hast dein Leben richtig im Griff. Ich bin eine Rennerin. Wieso denkst du, dass ich im Bademantel da bin? Rentner Life is best life. Auch natürlich an euch. Rafa, die erste Frage habe ich gleich mal an dich. Wie ist das? Wann hast du denn eigentlich gemerkt, dass Beauty, vor allem Make-up, total dein Ding sind? Bewusst, ich würde sagen mit 15. Ich erinnere mich, ich habe meine Ausbildung angefangen und schon davor, meine Freundinnen haben sich geschminkt. Aber für mich, ich war ein bisschen spät dran an der Party. Ja, ich erinnere mich, ich habe schon damals auf YouTube Tutorials geguckt und versucht, sie nachzumachen. Das war ja vor 11 Jahren. Wann hast du selber dann angefangen mit YouTube? Vor 3. Okay. Ja. Ich auch. Sisters. Ich denke, Make-up hilft, sich besser zu fühlen und die Kreativität kommt raus. Es ist wie eine Extension von uns selber, würde ich jetzt sagen. Rafa, kannst du uns das Geheimnis deiner Schönheit verraten? Es hilft bestimmt, dass ihr alle blind seid. Ich denke, das ist es. Ihr braucht alle Brillen, fertig. Wer liebt Rafas Plastic Life? So, meine Kinder, und weil eure Mutter hier Abfall ist, habe ich vergessen, einen Outro zu filmen, den ich genau jetzt filmen werde. Also, wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht zu abonnieren, weil Mama braucht eine Million. Vergiss nicht, meine Werbungen komplett durchzugucken, weil die wenigen Male, die YouTube mich nicht demonetarisiert, kann ich sogar ein paar Cent verdienen. Aua, ich habe fast meine Nägel gebrochen. Bitch. Und, und bevor dass ich mich verpisse, am 6. Februar 2020, also in eine Woche, weniger wie eine Woche, in 6 Tage, am Donnerstag, am nächsten Donnerstag kommen meine neuen Highlighter raus, die Verpackungen sind komplett neu, Fotoshooting kommen raus. Ihr seid nicht bereit. Alright. So, geh bei Rafas Plastic Cosmetics vorbei auf die Insta-Seite und abonniere dort. So seid ihr immer auf dem neuesten Stand.
jemand demoliert meine Dusche und Boba, the fucking door. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Mhm.